Heute ist der dritte deutsche Diversity-Tag, zu Deutsch Tag der Vielfalt. Zu diesem Anlass gab es bundesweit mehr als 600 Aktionen von Unternehmen, Kommunen, Verbänden und Organisationen. Auch das Land Hessen beteiligte sich. Ziel dieses Tages ist es, in Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung Anderssein nicht nur anzuerkennen, sondern wertzuschätzen. Bereits im Jahre 2011 unterschrieb das Land Hessen die Charta der Vielfalt und trat damit für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld ein. Einer der Orte mit der größten Vielfalt ist der Frankfurter Flughafen. Wir sind ja ein extrem internationaler Platz an diesem Flughafen. Wir haben auch bei den Beschäftigten über 70 verschiedene Nationalitäten. Das reibungslos zu organisieren, also wie verstehen sich Teams, obwohl sie großnational zusammengesetzt sind? Wie arbeiten Teams auf dem Vorfeld zusammen mit unterschiedlichen Religionen? Also was für einen Freiraum muss ich geben, dass ich eine Religion auch ein Stück weit ausleben kann? Wenn dieses Ausleben der Vielfalt in Unternehmen möglich werde, führe das dazu, dass alle Beschäftigten ihr Potenzial bestmöglich einbringen könnten. Dadurch profitierten sowohl Mitarbeiter als auch das Unternehmen selbst, hieß es auf der Veranstaltung.